Oh Gott, ich kann nicht mehr, ehrlich. Oh, da ist ja was los in Bielefeld. Und die Stadt gibt's auf jeden Fall. Also ehrlich, oh. So, also wirklich. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Shopping Queen. Wir sind zum vierten Mal in einer Stadt, um die sich diverse Gerüchte ranken, Bielefeld. Bielefeld ist ja eine Stadt der Mystik, muss man sagen. Es gibt ja auch sogar die Idee, dass Bielefeld gar nicht existiert. Da gibt es ja diese Verschwörungstheorie. Bielefeld ist eigentlich nur eine Idee und die Stadt ist gar nicht real. Die ganze Woche über bewerten sich die fünf Kandidatinnen untereinander. Guidos Punkte gibt es zum Schluss und wer dann die meisten hat, gewinnt. Ja, es gibt ein tolles Motto, was ich persönlich sehr schätzen würde. Also wenn ich jetzt Kandidatin wäre, was geht? Ein bisschen um Material, ich kann schon mal sagen. Ich glaube, viele Menschen kennen das. Das ist auch eine der erfolgreichsten Materialien, die es gibt. Und es ist nicht Jeans. Los geht's heute an Tag 1 ein bisschen außerhalb von Bielefeld. Wo sind wir denn hier heute? Wir sind heute in Bad Salzuflen, glaube ich. Ja, sieht schwer danach aus. Unbeschreiblich. Wie kann man das beschreiben? Das ist irgendwie nicht besonders viel, außer Shopping Queen heute. Naja, immerhin. Ja, ne, Straßen müssen auch gemacht werden. Fragt man sich, warum da keine Wutbürger leben, ne? Wer könnte hier leben? Also, ich schätze mal, eine Frau mittleren Alters. Nein, warte, bin ich ja älter als ich? So vielleicht 50, 60? Zumindest das Haus könnte aus den 50er, 60ern sein. Ja, ne, ein bisschen Farbe würde helfen. Hier für den ersten Eindruck. Oh, wow, die ist ja steinalt, die Frau. Dann gehen wir die Oma doch mal wecken. Guten Morgen. Hallo, na? Wen hast du denn da Süßes auf dem Arm? Das ist Luni, mein kleiner Schatz. Ach, guck mal, was süß. Na, guck mal, ein King. Ist das mal King George Spaniel? Wie heißen die nochmal? Das ist ein Cavalier King Charles Spaniel. Das ist ganz besonders. Die einzige Rasse, die ins englische Parlament darf. Jetzt fange ich mit dem Hund an, wo das schöne Mädchen da steht. Ne? Ja, die ist auf jeden Fall mit türkischem Hintergrund. Ich bin Aileen, ich komme aus Bad Salzuflen, bin 22 Jahre alt, mache eine Ausbildung im Büro und mache typische Bürotätigkeiten. Und in meiner Freizeit schraube ich gerne am Auto rum. Geht das denn nicht mit dem Akkuschrauber? Ja, das geht schon mit dem Akkuschrauber, nur dann haben wir nichts gelernt. Dann haben wir nichts gelernt, ist auch gut, ne? Dadurch, dass ich bei meinem Papa groß geworden bin, habe ich eigentlich immer ihm über die Schulter geguckt und auch immer gut sehen können, was er macht, was er tut. Ich hätte ja so gern auch so einen Schraubervater gehabt. Ich habe ja viele Freunde, aber ich habe ja so wenig Freunde, die praktisch sind. Aber es gibt ja immer einen, der es kann. Ich konnte es nie. Also immer, wenn die anfingen, da an dem Auto rumzumachen, habe ich nur gedacht, Guido, mach Sonne. Deswegen bin ich im Grunde auch, fällt mir gerade auf, völlig unpraktisch fürs Leben. Na, siehst, du siehst ja hier, die sind stärker verölt. Die hier nicht. Zündkerzen, das kenne ich aber auch, ne? Eine Tussi scheinst du dann ja gar nicht zu sein, oder? Ich bin eine Tussi. Wenn es sein muss, bin ich eine richtig große Tussi. Also ich bin das gesunde Mittelmaß zwischen Mann und Junge. Nein, Quatsch. Aileen wird Shopping Queen, weil sie nicht nur die Hübscheste ist, die kann auch noch am Auto schrauben. Also ich muss sagen, der Vater weiß genau, wie es läuft. Aileen zeigt noch ein bisschen ihre Bude. Ach, da ist noch jemand. Hallo, guten Morgen. Morgen. Das ist die Schwester? Das ist meine kleine Schwester, Celine. Ich bin nur noch nicht fertig, gleich aber. Sieht aber auch süß aus. Die machen aber hübsche Kinder, ne, der Autoschrauber. Das ist meine Shoppingbegleitung. Sie darf 4 Stunden leiden. Sie ist das komplette Gegenteil von mir. Sie ist 1000-mal zickiger, 1000-mal direkter. Was ist das jetzt hier für ein Raum? Das ist das Schlafzimmer meiner Eltern. Ach, die wohnen auch bei euch, ja? Die wohnen auch hier. Wir sind eine sechsköpfige Familie. Okay. Kriegst du die alle zusammen? Wer gehört zur Familie? Meine Stiefbrüder, meine Stiefmutter, Luna, Papa. Morgen. Morgen. Wir wohnen alle hier verteilt im Haus. Die hängen zusammen, das ist doch süß, ne? Die kleben zusammen wie Patex. Sobald sie ausgezogen sind, dann beginnen die Renovierungsmaßnahmen oder die Ausbaumaßnahmen, weil so ist es eigentlich ein bisschen zu klein. Wow, was soll denn passieren? Er will einen Durchbruch machen, aber dafür braucht er mal eine Wohnung, um da sein Schlafzimmer hinzumachen. Er will einen Durchbruch machen. Ja, das wollen ja viele, einen Durchbruch, ne? Er will ein größeres Wohnzimmer für einen 60-Zoll, 60-Zoll Fernseher. Sehr coole Familie. Dafür muss ich aber erst weggehen. Nein, bleib mal hier. Wie süß, ne, oder? Nee, bleib mal hier, aber Durchbruch machen wir später.
Und nur auf einem 60-Zoll-Fernseher kommt sie richtig zur Geltung. Shopping Queen in Bielefeld, Kandidatin Nummer 2. Ja, da kommt die nächste. Die machen mir auch keine Sorgen. Die heißt Marianne, würde ich sagen. Die hat es dann mit der Frau probiert. Mensch, warum nicht, ne? Dann hat sie aber doch gemerkt, ach nee, irgendwie auf Dauer, weiß nicht, hat nicht richtig gelaufen. Ich weiß nicht, könnte ich mir vorstellen. Mein Name ist Sandra. Ich arbeite in einer Bank und bin Privatkundenberaterin. Ach nee, doch nicht. Ich habe mich vertan. Sie ist doch nicht mit Frauen. Auch wenn der eine war, hat gesagt, Mensch und so. Aber nee, ich bin falsch. Sandra ist früher Handballprofi gewesen, aber eine Knieverletzung hat ihre Karriere in die Knie gezwungen. Ohne Sport werde ich aggressiv. Bei mir das Gleiche dann. Ich werde Shopping Queen, weil ich sowohl mit links als auch mit rechts kann. Das war eine Type, muss man sagen. Zurück zu Eileen. Lass mich raten, das ist jetzt hier so dein Reich, ja? Genau, hier ist mein Bereich. Ach, guck mal, richtig Mädchen, ne? So wohnt also eine Autoschrauberin, das hätte ich ja auch nicht gedacht. Das ist mein Kindermädchenzimmer. Und das ist dein Grundschulfreund? Das ist mein Verlobter. Ach so, du bist verlobt? Ja, seit 2 Jahren ist das mein Verlobter, weil wir uns wirklich sehr gern haben und sicher sind. Und vor allem ist auch ein Bestandteil unserer Tradition, ist, dass wir zueinander stehen und die Familien auch zueinander stehen. Und er ist auch Türke? Ja, er ist auch Türke, wie ich. Man sieht es nicht, aber er ist Türke. Blonder, blauäugiger, fast 2 Meter großer Türke. Und das heißt auch, du heiratest nicht nur einen, sondern gleich die ganze Familie. Ja, die sind mit 60 Mann hier aufmarschiert und haben meinen Papa gefragt, ob er so lieb ist, mich herzugeben. Mit 60 Mann, stell das mal vor. Wenn schon 60 zum Antrag kommen, dann kannst du dir ja vorstellen, was bei der Hochzeit los ist. Bei Shopping Queen sind es üblicherweise 5, die dabei sind. Hier ist Kandidatin Nummer 3. Die hat auch eine Laktoseintoleranz, was es früher gar nicht gab, glaube ich. Könnte ich mir vorstellen. Aber die ist sehr süß und auf die kann man sich super verlassen. Ich bin Andrea, ich bin 39 Jahre alt. Die hat Pferd, ne? Andrea. Ich bin vom Beruf Kinderwunschcoach. Andrea begleitet also Paare, die sich sehnlich ein Kind wünschen. Und betreut diese auch psychologisch, wenn es nicht wirklich so gut klappt. In ihrer Freizeit widmet sie sich voll und ganz der Familie und hat vor kurzem mit ihrer Tochter das Reiten für sich entdeckt. Familie ist ein sehr großes Thema für mich. Wir haben 2 Kinder, eins angenommen und ein leibliches Kind und sind ganz happy damit und machen sehr viel zusammen als Familie. Ja, Reiten, ich kann dich auch gut, ne? Kann ich gut verstehen, ne? Ich werde Shopping Queen, weil mit mir alle Pferde durchgehen, wenn ich shoppen gehen kann. Eileen präsentiert ihren Kleiderschrank. Sag mal, was du am liebsten trägst. Am liebsten trage ich Pullis. Ich glaube, man kann es sehen, ne? Auch gegen Schuhe scheinen sie nichts zu haben. Wie viel gibst du im Monat für Mode aus? Das darf mein Papa nicht hören. Ich verrate sie aber auch nicht. Also im Monat gebe ich bestimmt so 300 Euro. 300 Euro? Ja. Das ist halber Azubi-Gehalt. Hast du einen Lieblingspulli? Mein Lieblingspulli. Dieser hier, ne? Rosa ist meine Lieblingsfarbe. Dann ist er auch noch Glitzer. Ne? Besser geht's nicht. Mit Rosa und Glitzer scheint die Nächste auf den ersten Blick nicht so viel am Hut zu haben. Ja, ein heißes Gerät, möchte man sagen. Die heißt Svetlana oder Romina. Die sieht irgendwie sehr exotisch aus. Vielleicht hat die auch, die Mutter ist Wahrsagerin. Ich bin Maria, bin 29 Jahre alt, komme aus Bielefeld und arbeite auch im Vertriebsindienst hier in Bielefeld. Und habe 2 schöne Brüste und einen Freund, der festhält. Ja, ich bin Markus, ich bin 30 und ich bin Marias Freund. Hätte ich gedacht, ja. Die sind ja süß, die beiden. Ach, guck mal, die trinken. Das dürfen wir uns beim Pool, dürfte man das nie machen. Nie, das ist bei uns verboten. Gläser am Pool, no go. Also das ist nicht unser eigener Pool, den teilen wir uns mit unseren Nachbarn. Genau, wir haben ein 2-Familienhaus hier, gehört aber nicht uns, wir wohnen nur hier zur Miete. Genau, und das teilen wir uns. Ich finde, die passen perfekt zusammen. Die müssen auf jeden Fall 2, 3 Kinder da im Wasser machen. Also kleine Wasserratten dann, ne? Ich werde Shopping Queen von Bielefeld, weil ich den schönsten Style habe und nicht alltäglich bin. Einzigartig. Das ist ein, dachte ich, schönes Kleid. Aber leider, also Preisschild ist auch noch dran. Es hat 44 Lira gekostet. Wie viel ist das? 20, 15 Euro. Also ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen klebi auch ist. Und da ist natürlich viel günstiges Material zusammengekommen. Ich habe das in Istanbul gekauft. Ich habe es 2 Sommer lang da hängen sehen. Ich habe es nicht anprobiert, weil ich es schön fand. Aber letztendlich ist es
popnäslich. Das ist natürlich mal schwierig, einen angesetzten Träger an so einen One-Shoulder zu ballern, wenn es Gummi ist. Sieht toll aus. Ach, das ist der Fummel, aber es geht. Vielleicht ein bisschen zu weit an der Taille, aber so schlimm ist es nicht, ne? Dafür, dass es 2 Jahre da in der Türkei gehangen hat. Man sieht halt, es ist viel, viel zu groß. Und vielleicht mit einem schönen Gürtel. Aber bisher gab es auch noch keinen anders. Mal sehen, vielleicht gibt es ja bald einen. Aber so hardcore ist es doch nicht, ne? Shopping Queen in Bielefeld. Hier ist die 5. und letzte Kandidatin der Woche. Die heißt definitiv jetzt mal Marion, Sabine, Petra oder Brigitte. Die hat viele gute Sachen gemacht, die hat ein gutes Leben, die hat einen Mann. Der hat es auch nicht leicht gehabt, immer mit ihr, weil sie sich auch befreien wollte. Aber die macht jetzt Sachen mit sich. Tia, Sanz! Nee, falsch. Ich heiße Sabine, bin 51, arbeite als Nachtschwester in einer neurologischen Klinik und in meiner Freizeit mache ich Kampfsport. Sag ich doch. Tia, Sanz! Tia, Sanz! Tia! Tia, San. Das ist eine Mischung aus Taekwondo, Kickboxen und Karate. Mit Kraft. Tia, San. Tia. Die muss selber lachen. Welcher Mann bleibt denn stehen und die sagt Tia, außer vielleicht im SM-Bereich? Also ich könnte einen großen Mann sicher nicht so in die Knie zwingen, aber ich könnte ihm empfindlich wehtun. Hua, uff, ah, oh, sorry. Tia, Tia. Ich werde Shopping Queen, weil ich den schwarzen Gürtel im Shoppen habe. Das lässt man ausklingen. Ist ja auch zum Schreien, ne? Also ich finde die Mädels super, ne? Bei einem Date mit deinem Verlobten, was würdest du da tragen? Mit meinem Verlobten würde ich den Rock tragen. Dann kannst du den ja für mich auch mal anziehen. Ja. Tada! Tolle Figur, muss man sagen. Ne? Kein Wunder, dass der 2 Meter Mann daran wollte und dass der Vater den Durchbruch noch verschoben hat. Der Shopping Queen Style Check mit Eileen. 22 Jahre alt, 1,68 groß, 56 Kilo ist ihr Gewicht. Sie hat Konfektionsgröße 34-36 und kauft heute Schuhe in Größe 38-39. Ich finde die süß, ich finde die sehr hübsch, ich finde die gescheit. Ich liebe den Vater, die Schwester. Halleluja. Die kann alles machen, tolle Montagskandidatin. Mit dem Motto kommt sie klar? Ja, die kommt mit dem Motto, die kommt mit allem klar. Ich meine, natürlich, ach, Eileen mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Na, dann kann's ja losgehen. Willkommen bei Eileen. Hallo. Hi. Guten Morgen. Ich bin Sandra. Eileen, hi. Hallo. Oh, Flusen auf dem Puckel, siehst du das? Die hat Flusen drauf, aber wie? Hi. Grüß dich, hi. Maria. Hi. Hallo, wir haben einen Pool. Guten Morgen. Hallo, ich bin Andrea. Hi. Hallo. Hallo, ich habe Pferde und ich liebe meine Familie. Hallo. Hallo, ich bin Sabine. Grüß dich, hallo. Hallo. Tia. Gut, dass der Vater die Tür nicht aufgemacht hat. Stell dir vor, der Vater hätte die Tür aufgemacht, hätte die gefunden. Tia. Oh Gott, ich kann nicht mehr, ehrlich. Oh, da ist ja was los in Bielefeld. Also die Stadt gibt's auf jeden Fall. Also ehrlich, oh. So, Tia. Also wirklich. Ha ha ha.